Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwann habt ihr mit eurer bisherigen Regenklamotte, was auch immer das jetzt gewesen ist, genug Spaß gehabt und seid oft genug nass geworden, um nun festzustellen, zum Beispiel, weil eure beschichtete Regenjacke oder Hose, sowas hier, jetzt langsam undicht geworden ist, weil halt die Beschichtung irgendwann abgerieben, ne? Und hier stellt ihr fest, okay, eigentlich wäre mal was Neues, Dichteres, ganz interessant. Und ihr wollt was Besseres, in Anführungszeichen. Dann geht's euch so wie mir eben damals, als bei mir diese Phase kam, weil ungefähr so habe ich das auch dann durchgemacht. Wobei ich nie großartig, ja, ich hatte mal eine Poncho-Phase. Und Softshelljacke gab es, als ich angefangen habe, noch gar nicht. Also habe ich gestartet eben mit solchen beschichteten Regenklamotten und so weiter. Und habe dann relativ schnell nach vielen Regenaufenthalten, die haben mir schon einiges abbekommen, festgestellt, ja okay, es ist nicht mehr dicht. Dann habe ich mir nochmal so ein Ding gekauft, weil ich immer noch zu geizig war, beziehungsweise ich war da noch zu jung, auch schlicht und ergreifend, hatte die Kohle nicht für ja gleich irgendwelche Membranklamotten. Und dann waren die auch wieder durch und waren wieder undicht. Und das ist mir dann sogar eben entsprechend im Gelände, ich glaube das war in... War in Norwegen, ist mir das dann passiert. Dann hatte ich noch einen Notponcho dabei und bin dann die ganze Zeit mit dem Ding rumgerannt. Hab da auch den Poncho hassen gelernt für intensive, schweißtreibende Aktivitäten, weil du da wirklich quasi immer im Saunazelt durch die Gegend rennst. Das ist nicht lustig, wirklich nicht. Da kommt zwar von außen nichts durch, aber von innen hast du da auch keinen Spaß. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ja okay, dann werde ich jetzt lieber nass vom Regen, als mich dauernd einzuschweißen, weil das ist auch nicht so schön. Außerdem hatte ich da auch Mitreisende innen dabei und die waren teilweise durchaus auch ganz hübsch. Ja, so war das. Gut, und deswegen habe ich gerade so für die Alltagssituation, ich bin da mal sehr viel Fahrrad gefahren, angefangen mich eben für Membranklamotten zu interessieren. Und eine ganz einfache Membranklamotte ist halt eben diese Jacke, die habe ich euch eben auch schon gezeigt. Das ist jetzt eine reine Fahrradjacke, die war nie für was anderes gedacht eben. Und die ist aus, das gibt es heutzutage glaube ich nur noch ganz selten mal, das sind dann eher ältere Produkte, mittlerweile bauen sie anderes Zeug ein. Die ist aus Gore-Tex Pack Light Shell, nennt sich das. Und grundsätzlich, Gore-Tex heißt immer eine Membran. Was ist eine Membran? Ist im Prinzip eine Plastikfolie mit ganz kleinen Löchern drin. Das ist schon so simpel und so einfach, wenn man es darauf runterbrechen möchte. Das heißt, die ganz kleinen Löcher führen dazu, dass der Wasserdampf, ne, Schwitz, Schwitz, Sauna, Sauna, von innen nach außen durch diese Löcher halt eben durchdringen kann und man dampft dann schön in der Gegend rum. Das kann sogar so weit gehen, dass wenn man so richtig bei richtig kalten Temperaturen so richtig sportlich unterwegs ist und solche Klamotten anhat, dass man wirklich dampft. Insbesondere wenn man dann mal stehen bleibt und dann so richtig heizt, dann dampft man wirklich. Habe ich schon häufiger gesehen an mir selbst und auch an anderen. Sieht ganz witzig aus. Jedenfalls, diese Löcherchen in dieser an sich durchgehenden Plastikfolie sind halt eben so klein, da geht kein Regen durch, weil der ja eine höhere Oberflächenspannung hat. Kann dann das Loch nicht durch, aber der Wasserdampf von innen halt eben schon. So Klamotten machen übrigens nur dann Sinn, generell sämtliche Membranklamotten, wenn man in der Klamotte eine deutlich höhere Temperatur als außen hat. Soll heißen, in den Tropen helfen die überhaupt nicht, weil da ist draußen, keine Ahnung, 25 Grad und innen drin, ja von mir aus 35 Grad. Allein das ist ja schon ein Grund, das da nicht unbedingt anzuziehen. Und dann funktioniert es vielleicht unter Umständen wieder, aber dann ist es drin schon so heiß, dass es auch überhaupt keinen Sinn mehr macht. Schön ist es natürlich, wenn draußen, sagen wir mal, minus 30 Grad sind und drinnen mollige plus 20. Und dann funktioniert dieser Effekt mit der Wasserdampfableitung auch ganz, 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 ganz hervorragend. Für solche Temperaturen und solche Klimagebiete ist sowas dann durchaus eine Option. Jetzt wird es aber bis auf Radfahrer niemanden von uns geben, der eine einfache Membranschicht gebrauchen kann. Also wirklich bloß eine Schicht, eine Folie. Kann man hier auf der Innenseite ganz gut sehen. Das ist die Innenseite dieser wasserdichten Folie mit den Löchern drin. Das ist die Außenseite. Da ist nichts mehr drauf beschichtet. Das ist wirklich bloß eine einzige Schicht. Die ist nicht mal einen Millimeter dick. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das müsst ihr mir jetzt einfach halt mal glauben, dass die vielleicht einen halben Millimeter dick ist, diese Jacke, in Anführungszeichen. Dadurch, und das haben diese Membranklamotten auch gemeinsam, sind die immer nicht besonders warm.
Sie sind immer absolut winddicht, absolut, da geht gar nichts durch. Sie sind immer absolut wasserdicht, solange sie keine Löcher bekommen. Sie sind nicht immer atmungsaktiv. Das sind sie nur, wenn man sie halbwegs vernünftig behandelt. Aber sie sind, wie gesagt, die zwei Sachen sind sie immer. Und dadurch, dass sie damit die Möglichkeit haben, eine extrem niedrige Materialdichte zu haben, kann man sie entsprechend auf minimalistische Maße runterkomprimieren und hat dann halt seine Regenklamotten notfalls in der Hosentasche mit dabei. Und das geht noch kleiner. Also das ist halt schon praktisch und das wiegt auch nichts. Großer Vorteil der Membranklamotten. Aber für den Wald völlig untauglich. Völlig untauglich. Das macht dann wieder Sinn, wenn ihr einfach einen gemütlichen Spaziergang auf dem Feld unternehmt. Und wichtig, ihr auch keinen schweren Rucksack aufhabt. Weil, zweiter Fall, wo man die Dinger kaputt bekommt, einfach durch Reibung, durch das ständige Beanspruchen des Materials, ist, wenn man einen Rucksack drauf hat. Weil der hat Hüftgurt, Hüftgurt ist natürlich da unten, Schultergurte und so weiter und das scheuert. Insbesondere, wenn da viel Gewicht im Rucksack drin ist, sagen wir mal 10 Kilo, das ist schon viel. Dann ist so eine Jacke schon völlig überfordert und die kriegt man mit der Zeit an den Schultern zum Beispiel einfach durchgescheuert. Wie gesagt, halben Millimeter dickes Material, auch wenn das an sich wirklich fest ist. Ja, also das ist schon fest, das ist tolles Hightech-Material. Für die Dünne, die das hat, ist das unglaublich stabil. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel dran rumnörgeln. Deshalb für Radfahrer auch großartig und ich habe die Jacke geliebt und ich hatte die bestimmt 7-8 Jahre im Einsatz. Bis ich dann irgendwann beschlossen habe, okay, du brauchst eh eine andere Jacke fürs Wandern, dann kannst du die auch zum Fahrradfahren hernehmen. Und ich bin auch nicht mehr so viel mit dem Fahrrad unterwegs, zumindest, ja, wie in meiner krassen Zeit und so weiter und so fort. Und ja, man kann halt auch hochwertigere Wanderklamotten auch super zum Fahrradfahren anziehen. Da braucht man dann nicht mehr extra Bike-Klamotten, meiner Meinung nach. Also wenn man so richtig professionell, jetzt so rennradmäßig, fahrradtechnisch unterwegs ist, sieht es nachher noch nochmal anders aus. Da das also eben für den Wald gar nicht geeignet ist, kann man dann drüber nachdenken, ob man, wenn man dann wirklich so richtig gut regengeschützt sein will, und man braucht natürlich auch das gewisse Kleingeld, für den Wald nicht auch Gore-Tex-Klamotten haben möchte. Und jetzt habe ich hier für diesen Zwecke mal zum Zeigen meine alte Gore-Tex-Jacke. Das sieht man, glaube ich, in diesem Zustand schon ganz gut, dass die offensichtlich nicht mehr so richtig neu aussieht. Was hier jetzt passiert ist, was auch ein Zeichen dafür ist, dass die nicht nur aus dieser einen dünnen Plastikfolie besteht, sondern aus drei Plastikfolien, ist, dass sie sich delaminiert hat. Weil eigentlich sollte eine Dreischicht Gore-Tex-Jacke, die man dann für den Wald auch wieder braucht, weil das die einzige Möglichkeit ist, so richtig robuste Gore-Tex oder andere Membranklamotten zu haben, aber die sind dann auch dreischichtig, ist halt eben, dass die dünnen Plastikfolien, die so eine Gore-Tex-Jacke ausmachen, quasi die eigentliche Membranfolie, die ist nochmal mit einer zusätzlichen Schicht obendrauf verleimt und mit einer inneren zusätzlichen Schicht im Inneren auch nochmal verleimt. Heißt, wir haben ein sogenanntes Dreischichtsystem. Schutz nach innen, Schutz nach außen. Die eigentliche wasserdichte Plastikfolie mit den Löchern ist damit halt deutlich robuster eingepackt. Und gerade eben für den Schutz nach außen kann man potenziell Nylon verwenden mit sehr hohen Festigkeitswerten, sehr hohe Reißfestigkeit. Zum Beispiel, da gibt es ja immer diesen Wert, das 20, 40 und 60 D-Nylon, je nachdem wie hoch da die jeweilige Festigkeit von dem Material ist. Und da gibt es eben entsprechende drei Lagen Gore-Tex-Jacken, die bis zu 40 D-Nylon verwenden für ihr Außenmaterial. Das ist ein ziemlicher Panzer. Damit kann man also im Gebirge, beim Klettern zum Beispiel oder beim Bergsteigen, für sowas sind die auch gedacht, problemlos an einer egal wie schroffen Felswand mit der Schulter entlang schrabben und sich wirklich daran reiben, in Anführungszeichen, ohne dass die Jacke, na, auf die Dauer wird sie irgendwann wahrscheinlich schon auch mal irgendwann kaputt sein, aber zumindest, weil das mal zwischendrin ein bisschen passiert, das macht der Jacke gar nichts aus, dann hält die trotzdem 10 Jahre. Und nach 12 Jahren kann dann aber auch mal so eine stabile Jacke, wenn sie jetzt auch nicht die aller großartigste gewesen ist, die damals zu haben war, so aussehen, dass sie sich delaminiert. Das heißt, die obere Schutzschicht, das kann man hier, glaube ich, wirklich auch ganz schön sehen,
die ja vom Material her super fest ist und die darunterliegende Membran schützen soll, die löst sich von der Membran. Das haben wir jetzt hier. Ne? Was sich hier jetzt so abhebt, ist nur die Schutzschicht. Die Membran liegt weiter drunten. Die sieht man jetzt natürlich nicht, weil die Jacke hat noch fast überhaupt keine Löcher. Irgendwo ist ein ganz kleines, habe ich mal durch Funkenflug hingekriegt. Und ja, wenn das der Fall ist, das Interessante ist jetzt, ist die Jacke trotzdem noch dicht. Weil unter dieser sich ablösenden Schutzschicht ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann doch mal irgendwann ein Loch gibt oder das Ding einfach nicht mehr tragbar ist, weil sich überall das Material abgelöst hat. Aber unter dieser Schutzschicht sitzt trotzdem noch die Membran und die Membran ist, solange sie nicht wirklich ein Loch hat, immer noch dicht. Soll heißen, die Jacke hier könnte ich problemlos jetzt im Regen für Deutschland, für mal in den Wald und so weiter noch anziehen. Tue ich auch. Allerdings ist die inzwischen so alt und da die Beschichtung, die da ursprünglich auf dem Außenmaterial auch mal drauf ist, derartig ab und das Ding insgesamt so oft getragen, sobald die nass wird, müffelt die wie ein nasser Hund. Und das ist dann halt auch irgendwann nicht mehr so schön und ich habe wirklich noch nicht geschafft, bei egal waschen mit was auch immer, diesen Gestank rauszukriegen. Das heißt, beziehungsweise so riecht die jetzt überhaupt nicht. Aber wenn sie nass wird und man hängt sie dann zum Trocknen auf oder man ist lange draußen, man wird langsam trocken, dann riecht man echt wie ein nasser Hund und das ist halt nicht mehr so angenehm. Also einer der Hauptgründe, weshalb ich die Jacke ausgetauscht habe, ist, dass ich nicht erleben möchte, dass die Laminierung derartig kaputt ist, dass das Ding dann völlig zu nichts mehr zu gebrauchen ist, wenn ich mitten im Gelände bin. Und zweiter Grund war, ja, wie nasser Hund riechen ist auf die Dauer auch irgendwie blöd, wenn man dann mal zwischendrin wieder doch zurück in die Zivilisation kommt. Aber die ist halt, wie gesagt, immer noch dicht und das seit 12 Jahren und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit dem Ding draußen war. Ich habe jahrelang gar nichts anderes angehabt im Winter oder bei schlechtem Wetter als diese Jacke. Das war meine einzige Jacke, in Anführungszeichen. Drunter hatte ich nur hier so ein Vlies oder ähnlich oder mal einen dicken Pullover oder sonst was und außen immer diese Jacke. Also, was noch dazu kommt, was so ein Ding auch auf die Dauer halt tötet, sind UV-Strahlen. UV-Strahlen töten alles irgendwann und auch so ein Material, das hält viele Stunden Sonnenschein aus, aber irgendwann macht sich das auch bemerkbar. Ich vermute mal, dass das auch ein Mitgrund ist für die Delaminierung, dass der Kleber also vielleicht unter den UV-Strahlen gelitten hat, die das eigentlich zusammenklebt. Das Ding ist immer noch ein bisschen atmungsaktiv, also schon noch ordentlich, also kein Vergleich zu zum Beispiel diesem Poncho hier, mit dem man halt eben entsprechend Sauna hat. In der Jacke, das geht schon immer noch einigermaßen. Deshalb habe ich die auch gerne behalten und wenn ich mal wirklich im Wald unterwegs bin und Angst drum hätte, meine diese hier kaputt zu machen, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, weil das ist ein 20D-Nylon. Das ist jetzt noch nicht so unglaublich toll wie ein 40D-Nylon oder gar ein 60D-Nylon. Das ist schon eine halbe kugelsichere Weste. Also nicht wirklich, aber gefühlt. Ein 20D-Nylon ist schon fast mit natürlichen Methoden, mit was draußen im Wald so passieren kann, ist das eigentlich nicht kaputt zu bekommen. So richtig krass mit Karacho und die Brombeeren, da bin ich mir nicht sicher. Deswegen werde ich den Teufel tun, das auszuprobieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch geht. Dass man dann einen 20D-Nylon vielleicht eventuell schon kaputt bekommen könnte. Ja, und wenn das mir mit dieser Jacke passiert, dann ist es nicht so schlimm. Wenn es mit der Jacke ist, dann ist es schlimm, weil die ist relativ neu und die ist jetzt für die Schwedentour eigentlich auserkoren. Gut, so zur groben Funktionsweise von Gore-Tex-Klamotten. Es gibt übrigens noch ein sogenanntes Zweilagen- bzw. Zweieinhalblagen-System. Da hast du eigentlich eine Außenschicht, dann die Membran und innen drin ist oft noch ein Netz in der Jacke. Also wenn ihr eine Funktionsjacke seht, die drinnen noch so ein Netz hat, das ist einfach noch so ein bisschen ein mechanischer Schutz der Membran von innen, dass da halt innen drin, das reibt ja auch am Körper, dass da einfach die Abnutzung dann geringer ist. Aber gerade wenn man dann wieder einen schweren Rucksack braucht, dann braucht man ja durchgehend dieses massiv feste Außenmaterial und das kriegt man bei einer 2,5-Lagen- bzw. einer 2-Lagen-Jacke nicht hin. Das geht noch mit Rucksäcken bis zu, na, sagen wir mal ganz grob, 15 Kilo vielleicht. Eher lieber ein bisschen drunter bleiben. Aber sobald man dann wirklich mit 25 Kilo in die Pampa will, dann braucht man so eine 3-Lagen-Jacke. Meiner Meinung nach. So, jetzt ist aber so, nicht jeder will das. Und das kann man auch ausprobieren mit einer beschichteten Jacke.
Das geht auch. Da ist die Beschichtung dann halt nach einer Tour vielleicht weg. Aber wenn man sich da für 100 Euro so eine beschichtete Jacke gekauft hat und macht dann eine Tour von 2 Wochen, dann kann man die Jacke möglicherweise wegschmeißen. Ich finde das zwar überhaupt nicht nachhaltig und möchte das eigentlich nicht wirklich empfehlen, aber das ist schon eine Möglichkeit, wie man da vorgehen kann. Und da hat man dann möglicherweise ja hinterher die Erfahrung gemacht, nee, Trekkingtour ist scheiße, das mache ich nie wieder. Und dann kann man besagte Jacke eben wegschmeißen, dann hat man nicht gleich 400 Euro für eine dreilagige Gore-Tex-Jacke oder ähnliche Membranen ausgegeben. Es ist so bei dem Membranzeug, die anderen Membranalternativen zu Gore-Tex gibt es ja inzwischen auch, gab es ja lange Jahre eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich, aber jetzt gibt es Alternativen, die sind ähnlich teuer, die sind vielleicht ein bisschen günstiger, aber nicht viel. Fjällräven zum Beispiel hat eine eigene und ist damit wahrscheinlich noch teurer als die durchschnittliche Gore-Tex-Jacke. Es gibt wenig, was teurer ist als Fjällräven. Deswegen, ich habe so ein Zeug. Ich habe jetzt auch wieder eine entsprechende Gore-Tex-Regenhose. Das ist nun wirklich ziemlicher Luxus. Da kann man sich sehr streiten, ob man das braucht. Ja, wie gesagt, ich habe so ein Zeug, aber ich weiß auch, dass ich das mein Leben lang benutzen werde, solange bis es wirklich absolut kaputt ist und nicht mehr zu gebrauchen. Und plane damit halt wirklich auch so Dinge wie skandinavisches Hochgebirge und solche Späße. Und wer da mal längere Zeit gewesen ist und mal so richtig fieses Wetter, was da auftreten kann, nicht muss, wenn man Glück hat, hat man keins, längere Zeit erlebt hat, der kann vielleicht nachvollziehen, dass die besten Regenklamotten einem da gerade genug sind. Und in dieser Phase befinde ich mich halt langsam. Es lohnt sich bei mir. Ich weiß, ich werde das mindestens 10 Jahre lang benutzen. Erfahrungsgemäß hält das auch so lange. Was sind denn so meine Erfahrungen mit Gore-Tex-Klamotten? Wie gesagt, diese Jacke hier, immer noch dicht, immer noch ein bisschen atmungsaktiv, wenn auch nicht mehr toll. Nicht mehr schön und stinkt, aber ist immer noch dicht und die ist 12 Jahre alt und ich kann wirklich nicht sagen, wie viel Regen und wie viel UV-Strahlen und so weiter und so fort die abbekommen hat. Für jahrelang meine einzige Jacke, die wirklich außen im Wetter getrotzt hat. Zusammen mit dem Ding dann teilweise zwischendurch. Also meine Erfahrungen mit dem Material Gore-Tex für Kleidung sind wirklich ganz hervorragend. Ich habe mal eine Gore-Tex-Regenhose fürs Fahrrad damit geschrottet, dass ich vom Fahrrad runtergefallen bin. Dafür ist so eine super dünne Regenhose natürlich nicht ausgelegt. Persönliches Pech, dann ist er am Arsch. Aber dafür kann das Material nichts. Das soll ja super dünn und super leicht und super klein verpackbar sein. Eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht. Ich habe eine zweite Gore-Tex-Regenhose auch aus sehr dünnem Material damit geschrottet, dass ich auf einem Schneefeld in Jotunheim, also in Norwegen, Hochgebirge ausgerutscht bin und dieses Schneefeld dann auf dem allerwertesten sehr schnell mich hinabbewegt habe. Das war gut, so schnell bin ich auf der ganzen Tour nicht vorwärts gekommen, aber danach hatte ich halt logischerweise bei dieser Verwendung der Regenhose dann einen Riss am Arsch. Dafür ist sie halt auch nicht gedacht. Den habe ich dann wieder geflickt bekommen, habe ihn mit Gore-Tex-Flicken wieder zusammen richtig geklebt und so weiter und die Hose war noch bestimmt 5 Jahre lang gut, mindestens. Die Option gibt es also nämlich auch. Hat man mal ein Loch drin, das kann man auch flicken. Gore-Tex-Flickzeug ist relativ teuer, aber verglichen mit neuen Gore-Tex-Klamotten ist das ein Schnäppchen. Ja, und jetzt mal preislich. Bei so dünnen Dingern, die man eigentlich wirklich nur fürs Radfahren gebrauchen kann, in unserem Bereich, da liegen wir bei, inzwischen mit der Inflation. Also das hat damals 150 Euro gekostet. Und die war viele Jahre lang eben mein treuer Begleiter. Und so gesehen muss ich echt sagen, das war ein Schnäppchen. In Anbetracht dessen, wie viel Regen mir das Ding abgehalten hat. Inzwischen würde sowas wahrscheinlich 200 bestimmt kosten. Wahrscheinlich eher 210, 220. Diese Kategorie, die dünne Variante. Bei einer rucksacktauglichen, geländetauglichen, robusten, mit der man halt aber wie gesagt auch am Stein entlang schrappen kann, Variante fürs Hochgebirge, das ist halt die hier jetzt schon, da sind wir dann bei 400. Muss man halt wissen, ob man das braucht, wenn man das haben will. Andererseits habe ich noch nicht gehört, dass jemand tatsächlich so wahnsinnig war, eine 400-Euro-Jacke zu kaufen und die wäre dann nicht toll gewesen. Also in der Preislage gibt es eigentlich nur noch gute Jacken. Da kann man dann wirklich nur noch an winzig kleinen Details rumnörgeln. Dicht,
100% immer dicht sind die alle. Also da habe ich noch nichts Gegenteiliges bisher gehört. Vielleicht ja jetzt unter diesem Video jemand, der das was anderes bestätigen kann. Die Jacke werdet ihr nicht mehr finden, die ist uralt. Die Jacke gibt es so garantiert auch nicht mehr, aber ähnliche Modelle guckt mal bei Gore Bikewear. Falls das jemanden interessiert. Das hier ist das Mountain Equipment Shifting Jacket, heißt sie, glaube ich. Die ist noch sehr aktuell, die kann man so kaufen. Die hat bei diversen Tests Bestnoten abgestaubt. Und ich stehe damit unglaublich gerne im Regen. Das ist ein Hochgenuss. Man ist mittendrin, statt nur dabei, aber man ist trotzdem furztrocken. Und man kann sich so viel bewegen, wie man möchte. Man fängt an zu dampfen, man gibt Wasserdampf ab ohne Ende, aber man bleibt innen drin wirklich furztrocken. Ich habe sie noch nicht so lange, deshalb will ich auch da jetzt kein einzelnes Video zu machen und jetzt unbedingt eine Empfehlung für das Ding aussprechen, aber bisher ist die großartig. An dieser Stelle noch der Hinweis, sämtliche hier gezeigten Produkte und so weiter und so fort gehören mir privat, habe ich von eigenem Geld gekauft, ohne irgendeine Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Und es ist reine Meinung, wenn ich jetzt sage, ich finde das gut und eine ganz ehrliche Empfehlung, in der ich nichts verdiene. Also nur, falls mir da jemand irgendwelche kommerziellen Absichten unterstellen möchte. Der Faktor Umweltschutz ist halt schon so ein Grund, weshalb ich eben für mich beschlossen habe, dass ich das nur anziehe, wenn es wirklich notwendig ist. Also jetzt für meine Schwedentour eben im Nirgendwo, da werde ich die anziehen. So, weil einfach mal kurz zum Einkaufen gehen, weil es ein bisschen regnet, ziehe ich die jetzt nicht unbedingt an. Da reicht dann halt eben auch wieder die gute alte Softshelljacke. Und grundsätzlich im Wald, ich habe fast nie wirklich Regenklamotten dabei. Ich habe irgendeine Klamotte, die viel Wasser abhält. Und dann bin ich ja auch wieder daheim, bis ich völlig durchgeweicht bin. Und selbst wenn man mal völlig durchgeweicht ist, was macht man dann daheim? Man geht duschen, man hängt das Zeug zum Trocknen auf, Problem gelöst. Wir leben ja doch dann doch so weit in der Zivilisation, dass das nicht weiter dramatisch ist. Anders sieht es halt wieder aus und dann sind wir wieder bei dieser Jacke, wenn wir eine Trekkingtour von 14 Tagen oder noch mehr machen und da kann man sich's nicht leisten, regelmäßig durchzuweichen und dann ist halt, ne, ihr wisst ja inzwischen, wo die Jacke liegt, dann macht sowas wieder Sinn. Aber trotzdem, für einen Einsteiger oder jemanden, der Trekkingtouren im Hochgebirge ohnehin nicht vorhat, das lohnt sich nicht. Das würde ich wirklich nicht empfehlen zu kaufen, weil es ist dann auch zu schade, eben einfach Brombeergefahr und so weiter und so fort, um es wirklich im Wald anzuziehen. Also sehr mit Vorsicht zu genießen. Jo, das wäre es dann aber, glaube ich, jetzt auch. Ja, viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich wünsche einen schönen Abend, je nachdem, was bei euch ist, wenn ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Freue mich über die Kommentare, die es mit Sicherheit geben wird. Tschüss.